Hallo liebe Freunde, in diesem Video werde ich darüber sprechen, wie man einen Song identifiziert oder einen Namen einer Musikkomposition anhand des Klangs oder der Stelle einer Melodie herausfindet. Viele waren mit einer Situation konfrontiert, in der sie ein cooles Lied im Radio oder in einem Video auf YouTube gehört haben, aber nicht wussten, wer es singt oder wie das Lied heißt. Heute gibt es jedoch bereits zahlreiche Tools oder Anwendungen, mit denen Musik online oder über ein Mikrofon für Windows, Android oder iOS erkannt werden kann. Wir werden die Hauptfunktionen solcher Tools kurz untersuchen, die Programme testen und ihre Vor- und Nachteile aufzeigen. So, gleich geht's los. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und Verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Beginnen wir mit Online-Diensten zum Erkennen von Musik von einem PC. Aus bestimmten Gründen gibt es im Internet viele Dienste. Außerdem funktionieren nicht alle im Internet gefundene. Ich konnte audiotag.info bewerten. Ein Link zu dem Dienst wird in der Beschreibung sein. Die Musikerkennung kann durch Herunterladen einer Datei von einem Computer oder über einen Link erfolgen. Klicken Sie auf die Schaltfläche und wählen Sie die Datei aus. Wählen Sie die und klicken Sie auf Upload. Geben Sie den Sicherheitsbestätigungscode ein und bekommen Sie die Ergebnisse. Das Tool erkennt Musik anhand der URL und lehnt dies hartnäckig ab. Ich weiß nicht warum. Probieren Sie es aus, vielleicht ist dies nur vorübergehend und wird im Laufe der Zeit behoben. Kopieren Sie dazu den Link zum Lied im Internet und fügen Sie ihn in ein spezielles Feld ein. Klicken Sie dann auf Weiter. Für Google Home ist eine Online-Musikerkennungserweiterung mit dem Namen AHA Musik verfügbar. Ich werde einen Link zur offiziellen Seite in der Beschreibung hinterlassen. Das Tool ist auch in Chrome Erweiterungsspeicher verfügbar. Um Musik zu erkennen, installieren Sie die Erweiterung und sie wird als blaues Symbol im Erweiterungsfenster angezeigt. Gehen Sie danach zur Musikseite und starten Sie das Lied, das Sie erkennen müssen. Und es spielt keine Rolle, ob es sich um Musik oder Video handelt, wie YouTube. Klicken Sie nun auf das Erweiterungssymbol. Der Song wurde erkannt. Beachten Sie, die Erweiterung erkennt das abgespielte Lied. Wenn Sie ein Lied erkennen müssen, dessen Datei sich auf Ihrem Computer befindet, so kann man mit dieser Erweiterung auch mit das machen. Dafür machen wir Folgendes. Öffnen Sie Google Chrome und ziehen Sie mit gedrückter Maustaste eine Musikdatei hinein, die identifiziert werden muss. Infolgedessen wird der Browser abgespielt. Klicken Sie während der Wiedergabe durch den Browser auf das Erweiterungssymbol und erkennt diese Komposition. Wie Sie sehen, ist es möglich, Musik auf einem Computer zu identifizieren, obwohl dies nicht immer praktisch ist. Immerhin verwendet heute fast jeder bereits Smartphones auf Android oder iOS, die über einzige Tools für diesen Zweck verfügen. Wenn Sie ein Android-Gerät verwenden, sollten Sie wissen, dass Android über ein integriertes Google Sound Search Widget verfügt. Prüfen Sie einfach, ob es in der Liste der Widgets erhalten ist und fügen Sie es in diesem Fall Ihrem Android-Desktop hinzu.
In den neuesten Versionen von Android ist diese Anwendung normalerweise vorhanden. Wenn das Google Sound Search Widget fällt, können Sie das Dienstprogramm zur Suche nach Sound für Google Play aus dem Play Store kaufen. Fügen Sie das angezeigte Sound Search Widget hinzu. Zur Erkennung der gewünschten Musiktitel brauchen wir: Starten Sie die Anwendung, indem Sie auf das Widget klicken, und geben Sie die Musik wieder, sobald Google Sound Search den Titel erkennt. Werden sofort Informationen dazu in Google geöffnet. Wie Sie wissen, ist das Internet erforderlich, damit die Anwendung funktioniert. Neben der integrierten Funktion von Google gibt es Anwendungen von Drittanbietern, um herauszufinden, welche Art von Song abgespielt wird. Das bekannteste und beliebteste ist Shazam. Ich werde einen Link dazu im Play Market in der Beschreibung hinterlassen. Wir brauchen für die Erkennung der Musik mit seiner Hilfe Folgendes zu machen. Starten Sie die Anwendung und klicken Sie auf das Anwendungssymbol. Schalten Sie den Song ein, den Sie erkennen möchten. Sobald es identifiziert ist, zeigt das Programm seinen Namen und den Vortragenden sowie einen Videoclip, falls vorhanden, und Links zu anderen Songs des Vortragenden. Die Anwendung speichert alle jemals erkannten Songs. Die zweitbeliebteste Anwendung dieser Art ist SoundHound. Ein Link dazu im Play Market befindet sich in der Beschreibung. Das Prinzip seiner Funktionsweise ähnelt Shazam, wenn wir über die Erkennungsfunktion sprechen. Wir starten den Song und klicken auf das SoundHound-Symbol. Darüber hinaus können Sie mit dieser Anwendung die Titel beliebter Songs anhören, die nach Region und Genre unterteilt sind, sie zu Google Play Musik Wiedergabeliste hinzufügen und sich mit den Texten vertraut machen. Apropos iPhone oder iPad: Shazam und SoundHound sind ebenfalls kostenlos im Apple App Store erhältlich und erleichtern die Identifizierung von Musik. Sie können einfach den Sprachassistenten iOS Siri fragen, welche Art von Lied abgespielt wird, und sie wird sehr wahrscheinlich feststellen, ob sie eine Internetverbindung hat. Leider gibt es für Desktop-Computer nicht viele Möglichkeiten, Songs anhand ihres Sounds zu bestimmen. Früher war die Shazam-PC-Anwendung im Windows Store verfügbar, jetzt wird sie jedoch von dort entfernt. Es gab auch viele Programme zum Erkennen von Musik für einen Computer unter Windows. Die meisten von ihnen funktionieren jedoch nicht mehr und einige dienen nur zum Lesen und Bearbeiten von Tags. Und ihre Arbeit hat mich nicht überzeugt. Das ist alles. Ich danke Ihnen fürs Zuschauen. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, bitte Daumen hoch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.